So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir starten heute unseren Podcast Stravanzen mit interessanten Themen und mit sympathischen Menschen. Heute haben wir als Gast einen Musiker, Gitarristen, Multi-Instrumentalisten, sehr guten Sänger und alten Bekannten, den Erwin Kagel. Erwin, magst du mir kurz vorstellen, unsere Hörer, wer du bist? Ja, Namen hast du ja schon gesagt. Ja. Wie gesagt, Musiker. Nächstes Jahr seit 30 Jahren auf der Bühne. Nicht schlecht. Und nichts dazu gelernt. Seit 25 Jahren im Musikalienhandel, also in verschiedenen Musikgeschichten, jetzt seit 10 Jahren bei Musikdiscount. 10 Jahre 20. Schon, ja. Da auch schon 10 Jahre, ja. Und so. Wohnhaft in Offenberg, Wolfstein genau gesagt, Gemeinde Offenberg. Ja, Alter muss ich jetzt nicht sagen, glaube ich, das sieht man. Wobei es Bühnen und Nachtleben, das prägt aber auch ein bisschen. Also dürfen wir ungefähr 5 Jahre wegrechnen, okay. Von dem wir auch schon. Also wir wollen ja heute speziell über Gitarre reden, also speziell über E-Gitarre. Mhm. Und wie bist du eigentlich zur E-Gitarre gekommen? Also wann hast du angefangen mit der Gitarre? Mal kurz zu dir. Ja, natürlich über die Akustikgitarre. Also zuerst über Konzerte, dann über die Akustik. Aber mich hat die E-Gitarre immer schon mehr fasziniert. Und mein Vater war ja ganz früh auch Musiker. Und natürlich hat man dann auch auf seine E-Gitarre hingelangt, wenn er nicht aufgepasst hat. Und die hat mich einfach mehr fasziniert. Und hat zwar lange gedauert, bis ich meine erste E-Gitarre gekriegt habe. Das ist nämlich die. Also die wird nächstes Jahr. Ja, die wird nächstes Jahr 30. Da hat sogar die Oma schöne noch Gitarre. Toll. Ja, grün, aber das hat mich einfach gefangen, weil damals waren die Musikhäuser noch nicht so gut ausgestattet und dann kommst du halt rein. Und genau an dem Tag, wo ich im Musikgeschäft war, schaue ich rein, steht ein Rode, Fender Strat drin und ein Grüne. Und mir hat irgendwie die Grüne zum Vater gesagt. Irgendwann kriege ich die Gitarre, irgendwann habe ich die. Also ich hätte mir, es war wirklich eine Überraschung, also ich hätte fast gewarnt, wie ich die gekriegt habe. Zum 15. Deine erste Gitarre. Das ist meine erste E-Gitarre. Ja. Meine erste Gitarre ist ein paar Jahre zurück, weil eigentlich komme ich auf dem Keyboard. Das heißt, ich habe so mit 3-4 Jahren von meinem Großcousin, der hat uns einmal so eine alte Orgel geschenkt, die ist in meinem Kinderzimmer gestanden. Das war, glaube ich, nur so eine Orgel mit Gebläse. Da hat es doch früher so Heimorgeln gegeben, die so ein Luft mit Luft. Keine Ahnung, wie man das nennt hat. Links hat es so Bassknöpfe gehabt. Und es war eigentlich egal, wenn wir irgendwo waren und eine Band hat gespielt. Und ich war ein kleiner Stopsel, hat meine Mama immer schon gesagt, ich bin immer vor der Bühne gestanden. Also wir haben es eigentlich nie suchen müssen. Gab es einen Gitarristen, der dich inspiriert hat, speziell jetzt, dass du gesagt hast, so möchte ich auch mal spielen oder so möchte ich? Später dann schon, wie im Schulalter dann war ich ein riesiger Beatles-Fan. Ja. Meine Eltern, die haben sich sehr viel 50er, 60er Jahre, 70er Jahre Musik gehört. Und irgendwie bin ich da auf Beatles, das habe ich gehört. Und ich war ein riesen Beatles-Fan. Ich habe dann zu meinem 7. Geburtstag habe ich eine Beatles-Kassette gekriegt. Das war das rote Album, die 62 bis 66. Ja, ja. Und wahrscheinlich habe ich deswegen jetzt einen Tinnitus, weil ich habe dann auch einen Walkman gekriegt und die Beatles-Kassetten ist auch für ihn runtergelernt. Also ich habe damals schon Texte auswendig können, jede Beatles-Nummer. Ich war auch ein Beatles-Fan, also von daher. Ja. Und natürlich ist man da so in die 80er, 90er ausgelacht worden, weil da ist man auf Charts gestanden, wenn man ein Kind war. Und Beatles, Stones, Spencer Davis, irgendwie und sowieso Schallplatten, da hat es einen Soundtrack gegeben. Da haben wir Schallplatten gehabt, die habe ich auch auf für einen Hobby gehört. Da war dann Jimi Hendrix, Hey Joe, das war einfach geil. Also ich muss kurz von mir erzählen, mein erstes Konzert war 1969 im Zirkus Grunebauer. Da hat Chicken Shack gespielt mit Stan Webb und 10 Years After mit Elvin Lee. Ja. Und dann war ich komplett geblättet. Ja, die 60er Jahre waren einfach super. Genau, und da habe ich gesagt, ich muss jetzt Gitarrist werden. Vorher habe ich Schlagzeug gespielt. Jetzt mal mehr zur E-Gitarre. Was macht die E-Gitarre für dich so besonders? Du spielst ja Keyboard, du singst ja, Gibt es da was du sagst, warum liebst du die Gitarre oder was
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe einfach gemerkt, mit der Akustik, da habe ich mich nie so ausdrücken können. Mit der E-Gitarre, da kann ich mich so ausdrücken, wie ich mag. Das taugt mir halt einfach. Das hat mich halt immer schon fasziniert. Und darum mag ich auch so. Wir haben eigentlich nie so die Gitarristen wie jetzt Van Halen oder Angus Young oder so. Das hat mich eigentlich alles nicht interessiert. Ich habe halt gern gute Musik gehört und wir haben halt so Gitarristen wie Mark Knopfler oder Eric Clapton. Die haben mir halt gefallen, die haben so ein Gefühl, einfach so ein gutes Feeling gehabt. Da ist einfach ein Ton gekommen und dann hat es der Tor aufgestellt und war beim George Harrison auch. Also das waren nicht so die Übergitarristen, aber die haben ein Lied, was gegeben. Gehabt. Haben einfach am Song was gegeben und das ist eben so, was ich auch heute noch habe. Also ich habe jetzt nie irgendwie einen gehabt, so wie der möchte spielen. Den größten Einfluss habe ich dann später gehabt. Ich stehe total auf den Richie Sambora, das war der Gitarrist von Bon Jovi. Der hat für mich irgendwie so der hat beides gehabt. Der hat die zum Singen gebracht, der hat melodiöse Solos gespielt, der hat einen Song, was gegeben. Und das also war Technik auch, und Feeling praktisch. Ja, das ist auch keiner von den Besten. Das ist auch nicht der allerbeste, wahrscheinlich eher mittelmäßig, aber das macht es auch gar nicht aus. Ich also das Gitarrenerlebnis für mich war später Jeff Beck. Ja, also Beck baggert ein bisschen im Kronebauer. Das war einfach unglaublich, was der macht damit. Du hast ja ein 30 Jahre altes Instrument. Was denkst du, klingen die alten Instrumente besser oder ist es, weil du die Gitarre so gewohnt bist? Oder ich meine, Springsteen, glaube ich, hat seine erste Telecaster immer noch auf der Bühne. Mhm. Und du spielst ja auch immer noch die erste Gitarre. Ja, ich stehe total auf Stratz. Ich glaube, ich habe mir jetzt vor 2 Monaten wieder eine gekauft. Weil die geht jetzt dann in Frührente. Die ist schon ein bisschen abgespielt. Aber es ist tatsächlich so, bei der ist es so, ich habe ja viel getan und die, wenn ich angelangt, das ist halt wie wenn du heimkommst. Ja, und verstehe. Mir geht es bei einer Strata so. Darum auch meistens HSS-Stratz, weil durch einen Humbucker kannst du ihm halt noch ein bisschen was Sattes geben, gerade im verzehrten Bereich und vorne bei den Single Coils, da kannst du jetzt irgendwie schon einen schönen Ausdruck. Wir können ja noch einmal kurze Soundbeispiele anspielen. Also ich bin ja mehr der Les Paul-Spieler. Das weiß ich schon. Ich habe da eine vermittelt, der Gute. Der Erwin hat mir ja jetzt eine neue S, da kommen wir gleich zum nächsten SG, Punkt. Du magst ja inzwischen auch nicht nur Musiker, sondern du bist ja auch Techniker, du stellst ja auch Gitarren ein, du hast mir für meine alte Strat tolle Tonabnehmer eingebaut, angewickelt, glaube ich, waren das. Die Fat 50s waren das. Ja. Mhm. Wie waren die? Fat 50s, genau. Glaube ich, waren das. Und jetzt hast du ja mal SG hergekriegt. Da haben wir die Puffs reingemacht, genau. Ja. Also du bist da fit und die Gitarre war ja ziemlich heruntergekommen, sage ich mal. Die hat ja alle möglichen Teile drauf gehabt, die du dann runterbaut hast. Und ja, ich glaube, die hat eher so aus einer SG hat die eher so 80er-Jahr-Gitarre gemacht. Das glaube ich passt nicht so ganz zu der SG. Also wenn jemand Gitarre-Probleme hat oder so, beim Erwin ist er da ganz gut aufgekommen. Also der hat mir zwar Gitarren super hergekriegt und ich kann nur sagen, die ist, hat jetzt einen klasse Sound. Also die ist jetzt total rockig, diese SG. Ich werde zwar nicht hundertprozentig warm damit, aber das ist bei dir mit der Stadt. Ich werde mit der SG auch überhaupt nicht warm, ich weiß nicht warum. Es ist halt einmal so, jeder findet da sein Instrument. Welche Art von Musik spielst du am liebsten mit Gitarre? Spielst du eher Gitarrenmusik, aber ich glaube, du magst da mehr so 80er-Sound, oder? Ja, ich stehe total auf 80er mittlerweile. Ich habe auch 80er-Jahr-Band, das ist ein Flashback jetzt auf die 80s, plus da haben wir jetzt eine kleine Pause eingelegt aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Ich mag die 80er-Jahr, weil die sehr facettenreich sind. Also es hat in jeder Musikrichtung wirklich was Gutes gegeben. Ja. Das Rock, Pop, Jazz, Funk, Soul, es hat da so viele Hits gegeben und es ist noch so viel Dynamik in der Musik drin gewesen. Also ja, es war nicht so eintönig. Also das ist die Art von Musik, was du am liebsten spielst? Ja. Nein, ich spiele alles. Du spielst ja von AC/DC bis sogar bei der Niki, da hast du ja Country-Musik, Country-Gitarre spielen müssen. Ja, das war ja Schlager auch. Aber Schlager die, auch, ja. Die Country-Sachen waren schon ein wenig eine Herausforderung. Denke ich mir, ja. Mir hat ja das Country hat mir ja immer schon gefallen. Da bin ich zum Country bin ich eigentlich über Harry Doyle gekommen. Das war ein englischer Gitarrist. Ja. Der war damals, glaube ich, schon um die 70. Der hat damals beim Piano Werner war der Kunde und da habe ich auch schon gearbeitet. Und dann ist der immer reingekommen und der hat viele Sachen vom Scotty Moore und James Burton gespielt, also vom Elvis-Gitarristen. Ja. Und
das hat mich auch fasziniert. Und dann habe ich mich zu dem mal hingesessen und habe mir auf die Finger geschaut. Weil ich habe es ja nie gelernt. Also egal, was ich mache auf den Ding, ich kann wieder Noten noch Akkorde. Also ich spiele alles aus dem Bauch raus. Das war einfach so. Das war früher schon so. Dafür spielst du sehr gut, muss ich sagen. Naja. Jetzt muss er da kurz ins Wort fallen. Es ist die Frage, ob das alles richtig ist, was ich da mache. Muss er da kurz ins Wort fallen. Eine lustige Geschichte. Zwei Freunde von mir waren in den Staaten und da hört man ja sehr viel Country. Mhm. Haben zwei Frauen kennengelernt und dann haben die Frauen gefragt, auf welche Musik stehst denn das? Du? Mhm. Oder was steht es an ihr? Dann haben die gesagt, ja, auf beides. Haben sie gesagt, wie beides? Ja, Country und Western. Ja, genau. Wir spielen nicht nur Country, sondern auch Western. Das waren auch Blues Brothers, glaube ich. Ja, die Good Old Boys. Ja, genau. hast du aktuelle Bandprojekte außerdem, oder du hilfst ja oft aus, auch bei Bands, glaube ich? Ja, ich habe jetzt wieder eine feste Party- und Tanzband, weil nachdem wir mit der Niki, mit Key Royale nicht mehr unterwegs waren, hat sich ja Key Royale leider aufgelöst, weil die Band hat sich ja auch über 30 Jahre gegeben. Sehr, sehr schade. Sehr bekannte, gute Band, ja. Schade, weil es eine sehr gute Band war, aber da waren halt einige Kollegen auch schon musikalisch ausbrennt, muss man sagen. Und das mit der Niki war super, weil einfach auch die Schlager zum Spielen und Country zum Spielen und auch die Sounds. Ich bin auch ein wenig so ein Soundfetischist, darum habe ich es in da unten. Man muss erst einmal schauen, dass man die Sounds wie auf der Platte so hinkriegt. Und sie hat mir tatsächlich dann auch einmal gesagt, dass sie hat mit viel schon gespielt, aber ich war der Einzige, der was er so zum Klingen gebracht hat, wie auf der Platte. Das war schon ein Kompliment, weil ich bin ja nicht der Allerbeste. Sie hat auch früher wirklich gute Gitarristen gehabt. Weitaus besser nicht wie mich, aber für mich war es immer wichtig, dass er so klingt. Das sagen sie alle, Erwin, du bist ein sehr guter Gitarrist, ich habe die oft noch gehört. Gottes Willen. Inzwischen bist du ja Techniker jetzt im Musikdiscount. Ja, Verkäufer. Und du hast mir, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass der Service schon fast mehr Zeit einnimmt wie der Verkauf. Also du machst sehr viel Gitarrenreparaturen und so weiter, oder? Ja, muss man ja in der heutigen Zeit, weil erstens einmal ist es so, dass durch die große Konkurrenz im Internet und große Läden natürlich auch für Online-Kaufen, leider. Ja. Und dann hat man Gott sei Dank nur einen Service, dass man sagt, okay, man baut um, man wechselt Tonabnehmer, man wechselt Pottis, man steht ein, modifiziert, also wie es jetzt dort gemacht ist. Ich mache auch sehr viele Sounds für meine Kunden, also wenn ich so einer Camper Helix oder Exifix oder sowas hat und sagt, hey, ich brauche für diesen Sounddesign und so. Mache ich Sounds. Wenn jetzt ein junger, ich sage mal, es kommt ein junger Typ, der Akustikgitarre gespielt hat, vielleicht 13, 14, 15, und wie darfst du es denn beraten, wenn er E-Gitarre kauft? Soll sie dir gleich ein sehr gutes Instrument, ein teures kaufen, oder soll er mit einem günstigen Instrument anfangen, oder ist es individuell, kann man das so nicht sagen? Weil das interessiert vielleicht unsere Zuhörer, weil die wollen sie ja vielleicht irgendwann einmal wechseln. Mhm. Junge Leute jetzt zu einer Gitarre, wie darfst du es denn beraten, oder kann man das so nicht? Das ist schon sehr individuell, weil es ist natürlich auch eine Budgetsache, das ist ganz klar. Aber leider Gottes kommen wir nicht auch viel mit so Internetmarken daher oder mittlerweile, ja, da habe ich im Internet gesehen, ich schaue schon, ich frage halt vor allem die jungen Gitarristen, du, wo spielst du gern, auf welche Musik stehst du, weil ich versuche es ja schon ein bisschen außer zum Kitzeln, weil ich finde, das ist wichtig, dass er auch das richtige Modell hat, weil es kommen Fans sagen, oh, ich stehe auf Metallica, da weiß ich natürlich, sage ich, hey, mixt nicht, mixt vielleicht später mal andere Richtungen, dass du mal dieses Modell oder eine Tele oder eine Strat probierst. Ich versuche das schon an einem Außen zu kitzeln, weil es ist wichtig, wie sich der Spieler entwickelt. Ich mag nicht einfach, da schon, das ist die für 199, nimm die, das mag ich nicht. Also ich habe halt bei mir festgestellt, ich habe sehr gute, teure Gitarren und habe eigentlich von Anfang an schon gute Gitarren gehabt und ich glaube, dass das bei dir ja auch schon der Fall ist, dass man am Anfang, wenn man investiert, weil, weißt du, ich habe eine Gitarre gehabt, die hat man nicht stimmen können, weil es einfach die dann gleich wieder verkauft habe. Ja. Also das ist jetzt meine Meinung, aber ich weiß nicht, wie viel Geld muss man denn ausgeben, wenn man jetzt einigermaßen vernünftige Gitarre haben will. Ja, mittlerweile ist es so, also du kriegst so ab 350, 450 kriegst ein gutes Mittelklasse-Modell. Welche Marken dann? Gibt es speziell was du... Ja, so im Einsteigerbereich ist jetzt Vintage recht gut, zum Beispiel, oder Ibanez, Fender Squire, naja, hat nicht mehr so die Qualität wie früher. Okay. Da darf ich dann eher so mit Mexiko anfangen. Okay. Auch G&L hat gute Sachen. Aber Vintage ist zum Beispiel ein guter Typ, wenn man jetzt nicht so viel Geld ausgeben will. Ja.
Ja. Ja, es gibt im Netz oft so Beispiele, wo man eine Gitarre für 300 Euro anspielt, ja, und dann eine für 2.000 und dann eine für 5.000. Ja. Und dann hören sie letztlich alle gleich. Aber ich habe gemerkt, dass das einfach nicht stimmt. Nein. Dass das zwar im Nein. Netz sich vielleicht so hört, aber das Feeling und der Ton, Nein. der kommt bei einer guten Gitarre Nein, schon einfach. Die werden auch natürlich auch werbetechnisch auch unterstützt, dass die das präsentieren. Wie wichtig sind denn Pickups? Die beeinflussen schon stark den Sound. Natürlich. Ja, natürlich, freilich. Ja, ja. Ganz klar. Ich bin zum Beispiel ein Fan von den Texas Special Single Coils, ja, weil die eben diesen schmatzigen, klebten Stevie Ray Vaughan Knopfler Sound, ja, haben. Ja. Das mag ich irrig. Ja, diese glucksige, dieser ja, glucksige Sound, ja, genau, der war so typisch Stratis. Ja, 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 genau, das gefällt jetzt mir. Na, natürlich ist Humbucker im Single-Coil-Format macht sie in der Strat immer recht gut, weil der so den, ja, diesen typischen Strat-Sound nicht so beeinflusst. Gute Puffs in einer Les Paul ist natürlich auch schön. Also das ist du weißt ja, ich habe ja eine alte Les Paul, 64er, ja, und ich habe auch eine jüngere, und ich muss sagen, so ein altes Instrument, also diese Tonabnehmer, die ist natürlich auch sehr gut eingespielt. Mhm. Die hat totale Seele, diese Gitarre. Mhm. Das dauert oft. Wahrscheinlich wirst du auch sagen, bei einer neuen Gitarre, die muss man eine Zeit lang spielen. Ja, auch definitiv. Eine E-Gitarre, oder? Bist du derselben Ansicht? Definitiv, ja, weil die ist ja auch eingespielt. Die hat ja früher auch nicht so gelungen. Das ja ist ganz klar. Ja. Ja. Man gibt da einfach Emotionen rein. Ich denke, irgendwie habe ich das Gefühl, das Holz saugt das mit auf. Das ist einfach. Und, so. Und die Hölzer sind natürlich auch nicht. Früher hat es natürlich gute Hölzer gegeben. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Ich habe gehört, dass sogar alte Treppen und so weiter benutzt werden für Gitarrenhölzer, ja, weil es die alten Hölzer nicht mehr gibt. Portugiesisches Schiffsbauholz und lauter so Geschichten. Ja, ja, ja. Da wird sehr viel rumphilosophiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher der Typ, Intentnehmer, spielen, passt oder passt nicht. Ich finde, das merkt man recht schnell. Also man, natürlich macht ein Hölzer was aus. Es macht was aus, ob ich ein Maple Neck habe, ob ich Rosewood Griffbredel habe, das macht natürlich alles was aus, ja, aber das ist letztendlich eine Frage vom Geschmack. Also ich darf da nie jetzt so am sagen, nimm das, weil das und das und das. Das muss man immer und hören. Darum ist es auch wichtig in der Geschäftsung. Ja, ja. Ich habe einmal einen Brian May gesehen in einer Fernsehsendung, da hat er so einen Zigarettenschachtel großen Marshall gespielt. Mhm. Mhm. Du, da ist ein Sound rausgekommen. Mhm. Es liegt halt immer nur auch an den Fingern, was der Gitarrist mit seinen Fingern auf der Gitarre ja macht. Ja, es wird auch ganz viel, so kleine Fender Pro Junior, eine in Aufnahmeraum voll aufgerissen. Ja, das denkt man sich oft gar nicht, was da rauskommt. Ja, also es kommt schon aus den Fingern und man sollte einfach auch experimentierfreudig sein, ja, sich nicht festlegen auf irgendwas, alles ausprobieren. Also ich habe ja auch immer alles ausprobiert. Ich habe mir Les Pauls mit heimgenommen, ich habe mir Dots mit heimgenommen. Natürlich gut, wenn du in der Musikbranche arbeitest, ist es ja ein bisschen leichter, aber ja, man soll ein bisschen aufgeschlossener für alles einfach sein. Also gut, so Sachen wie Seitenlage und sowas ist wichtig, Bünde, das machst aber du im Service, oder? Dass du Gitarren einstellst, auch neuere wahrscheinlich gerne auch nachgestellt, denke ich mal. Ja, das ist natürlich auch sehr häufig. Also man muss schon sagen, die neuen Gitarren verstehen sich schon ziemlich schnell. Ich glaube, das liegt auch daran, weil das Holz nicht mehr so lange gelagert wird. Ja. Das hat auch, glaube ich, auch viel mit der Überproduktion zu tun. Ich bin jetzt kein Holzspezialist, aber ich gehe mir davon aus, weil es werden wirklich Übermengen ja und auch viel Billigramm. Also ich habe auch schon neue Gitarren in der Hand gehabt, wo dann die Bünde rausstehen an der Seite, wo es dann die Finger wehtust und so. Ja. Aber sowas würdest du also auch machen. Du riechst die Gitarre her, bevor es verkauft wird, stellst du das Ei. Und ja, auf jeden Fall, weil ich mag das nicht so weitergeben. Ich habe da einfach ein zu schlechtes Gewissen. Wie lange hast du machst du den Service dann schon? Also du bist ja da, glaube ich, jetzt richtig reingewachsen, oder? Ja, das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt, weil ich habe natürlich auch nicht am Anfang alles gewusst. Ich bin kein Gitarrenbauer nicht. Ja. Das meiste kann wirklich durchs Probieren. Und ich habe mir, wie ich so angefangen habe in der Branche, ich habe mir auch alte ausrangierte Gitarren mit haben und habe rumgeschraubt und einfach probiert. Ja. Meine eigene, die kracht ja an Schäbert, aber ich nehme das Stellst in Kauf. Stellst du deine eigene Gitarre auch ein, oder bloß? Nicht allzu oft, ja, weil ich habe extrem flache Seitenlage, ich mag das einfach, aber ich habe auch nicht so eine, also ich spiele ziemlich leicht. Du hast eine relativ tiefe Seitenlage, oder? Ja, das ist richtig. Ja. Mir macht das Schäbern nichts aus. Okay. Es ist immer so ein Zusammenspiel, also ich sehe, wie gelangt man so, wo spielt man. Ja, aber ich habe irgendwie das Talent für andere Gitarren, schaffe ich das besser als für meine. Das ist also ja, du kennst mich ja, ich bin ja ein Verfechter von
möglichst Class A-Amps oder ich habe sehr viele gute Amps daheim, von Boogie bis Fender, von was weiß ich. Und du hast da einen Helix dabei. Ja. Und wie stehst du zu Amps? Vorhin hast du mir kurz erzählt, du möchtest doch wieder ein Amp mal zulegen. Aber für live benutzt du das, oder? Ja, erstens einmal die Musikrichtung, die ich mache. Ich mache ja sehr viel Tanzmusik. Also ich bin auch bei der Band on stage seit drei Jahren jetzt schon. Da machen wir Tanzmusik und Party und Top 40. Ja. Und ich decke einfach mit dem alles ab. Ich habe jahrelang sicher Effektboards gehabt. Ja. Ein Vollröhren-Amp, 120 Watt. Und erstens einmal wird man nicht jünger. Ich habe auch schon drei Bandscheibenvorfälle hinter mir. Ja, die sind schwer. Und, ja. Es ist ja so, ich war früher absoluter Line-6-Gegner. Ich habe das Zeugs gehasst. Ja, ja. Ende. Mir hat das nicht gefallen. Und dann ist halt irgendwann der Camper auf den Markt gekommen. Hat mir schon auch gefallen. Und dann der Helix. Und weil ich davor schon gesagt habe, ich bin also ein bisschen so ein Soundfetisch. Das heißt, ich wenn mir ein Lied aufziehe, ich spiele ja rein nach Gehör, weil ich halt keine Noten und nichts kann. Das heißt, ich tauche schon extrem in einen Song rein. Also ich lust dann schon rein und sage, aha, da ist das drin, da ist das Delay drin, der Chorus, da ist das. Und 20 Presets poliert. Ich habe bei mir Gitarristen gehabt, die sind mit Line 6 gekommen, mir ist so ähnlich gekommen wie dir. Und ich habe dann die Line 6 durch einen Messer Boogie durchgeschossen. Kann man natürlich auch, aber das ist jetzt eine andere Generation. Aber ich habe gemerkt, dass Gitarristen, die jetzt mit einem M-Spend ja sehr empfindlich ist und sehr... Ja. Dass viele Gitarristen, die dann sehr viel digital spielen, den gar nicht spielen können, weil der Anschlag ist sehr differenzierter. Ich sage einmal, so ein alter Tube Screamer oder ein alter Verzerrer, der hat eine andere Ansprache wie so ein digitaler Verzerrer. Klar. Und wir haben ja da vorhin schon mal kurz drüber geredet, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Stones zum Beispiel mit einem irgendeinen Camper spielen oder dass ACDC ihre Marshalltürme wegschmeißt. Und, also das muss auch was für sich haben, warum. Ja, natürlich. Es gibt aber oder der Clapton zum Beispiel. Ja, es gibt aber schon etliche auch, wie jetzt bei den Hooters habe ich es gesehen, die spielen Camper. Also oder Steve Lukather habe ich auch auf kleineren Clubs schon mit dem Helix gesehen. Es ist natürlich auch so, man muss sich mit dem Zeugs auch befassen. Also es ist nicht so, du kaufst das, suchst du das. Also ich habe es wirklich so gemacht, ich habe mir das Ding heim. PA daheim eingestellt, man muss natürlich auch den Luxus haben, einen Proberaum zu haben. Ja. PA auftrat, erster Tag nur Clean Sound. Ja. Zweiter Tag Crunch Sound, dritter Tag Overdrive, vierter Tag Lead Sound. Kann man auch downloaden, oder? So Sounds, oder? Gibt's, kann man auch, aber es gibt gute Anbieter, aber ich bin dafür, man muss sich mit den Zeugs befassen. Okay. Ja. Das, ich kenne so viele Gitarristen, die in Top 40 Band spielen, die Camper haben und saut eine Gitarre und dann stehe ich rund und denke, oh, das tut noch nie mehr Spaß. Ich habe mit dem Gitarristen von der Ringelstädter Band, mit dem Gurke, und der spielt einen Camper. Ja. Und ich war ganz überrascht und habe ihn dann gefragt, warum spielst du einen Camper? Und für ihn ist zum Beispiel so, er sagt, der Sound ist immer gleich und jetzt, wenn er live spielt im Studio oder Fernsehen, dann weiß er immer, dass der Sound genau passt. Weil beim Class A-Amp oder so muss da immer schrauben, weil jeden Tag ist der Sound ein bisschen anders. Richtig. Und für das verstehe ich zum Beispiel schon. Also, dass man da dann eben auf sowas zurückgreift. Ja. Ich habe eben, also den, der die da Helix, habe ich ja zuerst als reine Effektmühle genutzt für meine Engel-Amp. Und dann haben wir ein Niki-Konzert gehabt. Ich weiß gar nicht mehr wo. Und wir bauen mal auf und ich stehe fest, das Controller-Kabel von meinem Amp ist weg. Und das Netzkabel habe ich auch vergessen. Denke ich mir, Presets habe ich mir schon vorsichtshalber gemacht. Denke ich mir, jetzt stecke ich das direkt da. Ich riskiere es jetzt einfach. Presets habe ich mir gemacht und alles. Und dann spiele ich mir und ich merke schon am Ende, geil, alles kommt auf den Ende, super. Und dann haben wir fertig. Dann sagt nach dem ersten Set sagt der Keyboarder zu mir, ja, was hast du denn heute gemacht? Dann kommt der Techniker, was ist denn heute mit dem Sound? Sag ich, warum? Sagt doch, das ist ja geil, alles kommt schön direkt, alles kommt saubere Lautstärken, kein Problem, kein Zwischen nicht, die hört man schon, macht das ja das nächste Mal wieder. Und ich habe direkt mit dem Helix gespielt, das haben sie dann gar nicht glauben können. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt auch ein paar Live-Bands gehört, eben mit solchen Geräten, und da war ich teilweise auch erstaunt, muss ich sagen, obwohl ich eigentlich wirklich ein Verfechter von Amp bin, aber ich mache halt einfach im Studio, mache live nichts mehr mit und also da kommt schon wirklich was Gutes raus. Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, dass wir kurz noch ein bisschen was anspielen, du hast ja Akustikgitarre drin und alles mögliche. Da kommen wir gleich zu den Effekten, weil du hast ja jetzt kein Effektboard mehr in dem Sinn. Das ist ja da drin, oder? Doch, du kannst ja jede gute Effektmühle,
kannst du im Stompbox-Modus betreiben. Das heißt, ich kann mir beim Helix zum Beispiel dieses so healing, wie es braucht, dass ich sage, untere Reihe sind meine Grundsounds. Ah ja, okay. Clean, verzerrt, aber die Effekte sind im Helix. Und die obere Reihe, das, da habe ich, hab ich mit Effekten belegt. Und du kannst das wunderbar, du kannst das Snapshots machen und die Effektqualität selber, die ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, aber ich habe zum Beispiel gebohrt, da sind dieser EPI-Kompressor, EPI-Equalizer drauf, dann Chorus. Also was sind die wichtigsten Effekte? Also, ja, schon. Also Chorus natürlich, schön für schöne Klinsounds beladen. Delay, ganz wichtig, dass man es tappen kann. Das okay. ist mir immer extrem wichtig. Verzerrer natürlich. Tube Screamer habe ich ganz klassisch drin, dass ich bei jedem Impreset habe ich einen Tube Screamer drin davor. Wie sind denn da die Teile vom Boss, habe ich meistens daheim? Ja, ja. Standard. Nach wie vor Standard und gut. Okay. Also, da kann man überhaupt nichts sagen. Es gibt natürlich auch Rodenberg, macht zum Beispiel sehr gute Teile, wenn du einen Ripple Tom zum Beispiel hörst. Ja. Aber beim Ripple Tom, der kann auch mit einem Orange Crush Rice gespielt und da kommt sie raus. Beim Tom hast du ja auch mal kurz gesungen, ne? Oder war das nur in den Proben? Da haben wir mal eine Session gemacht. Es ist halt leider auch so, dass ich mit der Musik Geld verdienen muss und das verdient man in der Tanzmusik. Ich weiß nicht, wer für die Zuhörer einen Ripple Tom kennt, ist ja einer der besten. Ja. Gitarrist in Deutschland, kann man sagen. Ja, sehr sympathisch. Sehr sympathisch, spielt total, eine Wahnsinnsgitarre, technisch absolut perfekt. Ja. Macht viel daheim im Studio, hat bei New York glaube ich, Gitarre gespielt und hat mit Billy Astro getourt. Und also ist einer neben dir großen, guten Gitarristen. neben mir? Nein, also da möchte ich jetzt nicht verglichen werden. Der Tom ist Weltklasse. Ja, ist wirklich hervorragender Gitarrist. Ja, aber so es ist zumindest, aber zumindest eine Ehre, dass du mit ihm gespielt hast, auf alle Fälle. Ja, es ist also, war also lustig, weil dann machen wir also Session, sagt er, spielst du da das Solo? Sag ich, nein, wenn ich nicht über dir spiele, spiele ich kein Solo nicht. Du, wie ist denn das mit den Effekten, wenn er so ein normales Effektboard hat? Und er fängt jetzt an, braucht er wahrscheinlich einen Chorus, ein Echo, braucht er einen Hall oder ist der im Amp wahrscheinlich? Das kommt vielleicht Hall oder was? Was im Amp drin ist. Ja. Ich habe zum Beispiel da auch, es sind 50.000 gute Hall-Effekte drin, aber ich habe da wirklich einen 63er Spring Reverb. Okay. Also der gefällt mir einfach, weil da hast du das Bräseln ein bisschen hinterher. Ja, und alles andere, so Booster gibt es ja dann. Für Solo zum lauter stellen. Das ist Geschmackssache, was einem gefällt. Aber man soll einfach probieren. Also was ich gemerkt habe, was ich lange nicht gemacht habe, ist, dass ich mir ein Effektboard, wo das alles eingespeist wird, wird ohne Batterie. Das habe ich lange ignoriert. und dann waren immer die 9-Volt-Teile aus und dann ist wieder was nicht gegangen. Es gibt schon gute Powerbanks, auch dass du kein Netzbrummer nicht drauf hast oder schöne Powerblocks, die galvanisch drin sind. Also sowas kann man auch empfehlen, der am Anfang oft, dass er sich gleich so eine Powerbank dazu legt. Ja. Ich baue übrigens auch Effektboards zusammen, wenn einer Interesse hat. Also, nein, ich habe auch schon etliche gemacht. Ja, ich habe gesehen, du hast das ja selber, Bodenplatte selber gemacht. Nein, selber nicht. Wir haben einen exzellenten Techniker in der Werkstatt. Das ist der Manuel. Also der Manuel, Das ist sowas wie der MacGyver. Der ist faszinierend. Zum Manuel, wenn du sagst, du, ich brauche die und die Schaltung und das, dann kommt er am nächsten Tag, kritzelt das am Block. Also, das gibt es ja nicht. Es gibt irgendwie, du hast vorhin mal kurz angespielt, gibt es ein Spiel, also du hast für Balladen deinen Effekt, oder? Du hast für, sag einmal, ACDC dein Effekt, du hast für Country oder was weiß ich, hast du deine Sachen programmiert, oder? Ja, ein bisschen was. Na, gehen wir mal noch mal kurz weiter, und zwar wenn jetzt einer anfängt, welche Fehler soll er vermeiden? Also wenn er jetzt E-Gitarre spielen anfängt, ich sage jetzt vom Musikalischen her, soll er Läufe üben, soll er Riffs üben? Also ich war ja immer vor die Gitarrenriffs früher begeistert. Bin eigentlich erst lang drauf gekommen, weil ich eben auch von der Akustikgitarre komme, dass ich einen Barré-Griff nicht ganz greifen muss, sondern dass man da einen Power-Chord machen kann. Der Hendrix sagt, das ist richtig. Üben wahrscheinlich, oder? Oder wie machst du mit dem Üben? Hast du viel geübt oder übst du noch viel? Oder? Ich habe in der Teenie-Zeit und auch so bis Mitte 2000 sehr viel geübt. Teenie-Zeit deswegen, also man sieht es vielleicht ein bisschen im Gesicht, ich habe in der Teenage-Alter habe ich eine sehr starke Akne gekriegt und ich habe mich dann nicht mehr so recht aus dem Haus und ins Freibad und so traut und dann bin ich halt daheim gesessen und wie gesagt, Noten habe ich keine Kinder, ich habe so einen flachen
kennst du die alten flachen Kassettendekorder? Ja, ja, klar. Genau, ja. Diese, ich glaube, Toploader oder so. Mit denen habe ich früher Beatles vom Radio aufgenommen. Und hab mir halt Beatles und alles, was ich gehabt habe, auch für ihn abgegeben und bin daneben gesessen und habe halt so lange probiert, bis das irgendwie danach gelungen hat, weil Lehrer habe ich keinen gehabt. Wie bist du motiviert geblieben durch das Üben? Weil manche hören ja dann wahrscheinlich auf. Also ich merke halt, wenn Leute sehr lange keine Band zum Beispiel haben, dass dann aufhören oder so. Also ich glaube, meine Meinung, lieber eine schlechte Band und mit ein paar Leuten zusammenspielen, als allein und dann macht es keinen Spaß irgendwann. Ja, und das auch. Und bei mir war es ausschlaggebend, dass ich mich immer für andere Musikrichtungen wieder interessiert habe. Ich habe dann einmal bei einer Bluesband gespielt, zwar am Piano, aber es war eine andere Geschichte. Dann habe ich wieder Tanzmusik gemacht, dann habe ich Country gemacht, dann habe ich Classic Rock gemacht. Also mir hat halt einfach alles interessiert. Und dadurch kriegst du da andere Einflüsse. Ich habe halt noch Sachen, die. Selbst in der Tanzmusik, dann hörst du da was von den Bellamy Brothers, das hast du dann 5 Jahre lang nicht gehört, denkst, das war ja dann doch so. Und dann tauchst du da rein in das Lied und ich merke es bei den Proben immer. In der 80er-Band habe ich wirklich 2 austräne Notisten dabei, die auch im Blasorchester und Symphonieorchester spielen. Die notieren sich alles aus und dann diskutieren wir, sage ich, der Ton stimmt aber nicht. Jo, das ist in den Noten drin, sage ich, hör so. Ja, jetzt muss ich noch mal kurz zurückkommen, weil was also mich frustriert nicht, aber wenn ich zum Beispiel jetzt Instagram anschaue, schauen wir junge Gitarristen, um 14, 15, 16, die eine Schnelligkeit und ein Ding drauf haben. Aber ich bin davon weggekommen, weil dann darf es keinen Clapton nicht hören, dann darf es keinen Jeff Beck hören, Peter Fremd oder so Leute, die ein paar Töne gespielt haben, oder Gigi Kyle, weil es kommt immer nur auf die Seele und auf den Ausdruck. Ja. Und das ist das auch, was ich einen jungen Gitarristen mitgebe, gerade die Anfänger, wo ich herin habe, weil mir fällt halt auf, die kommen und spielen dann oft steril Metallica runter, fast perfekt, aber sowas von ohne, so gestartet. Eine Seele, Nein, die sollten sie wirklich einmal, also für mich war ein ausschlaggebend sowas wie das Slowhand-Album vom Clapton. Ja. Da, wo Cocaine um ist und da hat dann so einen schönen trockenen Sound und da hört man es so schön aus. Also wirklich auch Clapton und Beatles und dass man sich sowas auch. Also der einzige, wo ich wirklich sage, Hut ab, das ist John Mayer zum Beispiel, was sehr viel Gitarre so spielt. Das ist schon gigantisch, was der kommt vom Feeling und ist technisch auch gut, aber übertreibt ihm die Technik. So eine Wärme im Sound und so eine Ruhe und das mag ich. Hast du dir mal angespielt, die Strat von ihm gibt, die er mit was hat er gemacht? Ich hab so eine Gitarre daheim, jetzt weiß ich nicht mehr. Die ist ja nicht von Fender, sondern von. Die PRS. Von Paul Smith. Tatsächlich. Ja. Und? Hat er gefallen, oder? Ja, doch. Also sie hat ein bisschen mehr mitten als die Strat, ist mir aufgefallen. Das war allerdings sogar das asiatische Modell, also das SM-Modell, aber die ist schon sehr, sehr gut. Ich habe leider nicht spielen können wie der Meier. Es hat also nichts gebracht, die Gitarre zum Thema, aber sie ist schon sehr gut. Ja. Ich glaube, er hat ja mit Fender irgendwie so einen kleinen Streit gehabt und darum hat er die absichtliche. Aber es gibt ja den Oliver Mali und den Peter Schneider zum Beispiel, Deutsche, also Bluesband. Und den habe ich zum Beispiel auch geschrieben, was habt ihr für ein Amp und so, weil mit Peter Schneider bin ich ein bisschen im Kontakt. Und also was der für einen Sound aus der Gitarre rausholt, das ist einfach unglaublich. Gell? Ja, also, bei denen kommen sie aber auch wirklich zu 80% aus den Fingern. Es ist halt einfach einmal so. Ja, da kann man den Jungen nur sagen, Schnelligkeit ist nicht alles, Gefühl und Rhythmus. Beim Spielen. Rhythmus. Grooven, und da gibt es dann eh noch, du merkst eh noch schon so ein, zwei schöne Geschichten dann später hören, da gibt es zu diesen Licks gibt es auch eine ganz besondere Geschichte. Aber ja, erzähl mir. Gibt es, glaube ich, eh noch. Nein, du kommst, ich glaube, du stellst mir die Frage dann irgendwann eh noch. Gibt es spezielle Übungen, was du jemandem empfehlen kannst? Ich habe einen guten Gitarristen, der leider jetzt nicht mehr springen kann, der hat mir eigentlich gesagt, sitz dich auf der Couch und ich verstärke. Ja, genau. Und spiel up and down, also oben und unten, und spiele praktisch immer Pentatonik durch von mir aus. Mir hat es auch immer mehr gebracht, wenn ich gezielt einen Song üben. Da kannst du da 3 durch nach 10 Minuten. Ja. Und wenn ich dann nicht weiterkomme, dann liege ich es wirklich einmal 2 Tage hinter und ich höre mir es meistens im Auto 20.000 Mal an und dann
habe ich irgendwie so. Ich habe keine Coverband mehr, weil mir hat das immer genervt, wenn ihr Solo original nachspielen muss, weil das muss man lang proben und dann wird es doch nicht so, weil der Gitarrist hat was anderes gefühlt dabei und ich habe dann die Solo meistens, gut, die Hauptsolos, wo man kennt, muss man spielen, aber dann frei improvisiert. Ja. Und weil ich glaube halt so ein bisschen, bin ja ein alter Hippie-Freak, Grateful Dead hat zum Beispiel ungeübt, haben die improvisiert live, oft stundenlang. Mhm. Und da ist die Musik im Moment, das ist manchmal total in die Hosen gegangen, manchmal war das geniale Konzerte. Aber das ist ein anderer Part der Musik, jetzt wie es du magst. Ja. Weil wenn man natürlich Songs spielt in einer Tanzkapelle oder in irgendeiner Coverband, da muss man natürlich da sein und das richtig spielen. Das kannst du ja. Da habe ich mir natürlich auch viel verändert gemacht, weil auch wenn ich oft ausgeholfen habe irgendwo und dann steht da das Lied auf der Setlist und ich bereite mir auch nach Gehör vor. Ja. Und dann spielst du das und das hört sich dann kommt, ja, mir spielen wir das auch so. Ja, mir spielen wir das 5,5 Töne her, auch 3 Tiffer, das lassen wir weg. Und ich bin da dabei sauer, weil wenn ich was nicht spielen kann, dann spiele ich es halt nicht. Wenn ich was nicht singen kann, singe ich es nicht. Ja. Und wenn da ein Solo drin ist und da ein Chorus drin ist und da ein Delay, dann muss das für mich so sein, weil ich finde, der Songwriter, der denkt sich ja was dabei, wenn er ein Lied schreibt. Ja, ja. Ja, und da möchte er auch das so haben. Ja, auch die Instrumentierung, was für Instrumente dabei sind. Ich bin da extrem ekelhaft. Ich weiß, dass ich mir da keine Freunde gemacht habe. Da kommen wir gleich zu was anderem, weil du bist ja ein exzellenter Sänger. Also das, ich finde, du bist ein toller Sänger. Und du hast ja Probleme gehabt mit der Stimme. Gell? Ja. Das ist, da glaube ich, war ja persönlich ein ziemlicher Rückschlag für dich. Mhm. Und jetzt ist aber wieder alles okay, gell? Na, komischerweise besser wie vorher. Ja, schön. Ja, ich habe durch eine Logopädin, die ich schon lange kenne, Sabine, Sabine Rössert-Kohe heißt es aus Hengersberg, die hat mir da sehr geholfen. Also ich habe Schilddrüsenkrebs gehabt, das war ein Zufallsbefund und war schon eine starke Krise, weil ich habe, ehrlich gesagt, mehr Angst davor gehabt, meine Stimme zu verlieren als vor den anderen. Es ist alles gut gegangen und man sieht da nicht mehr frei. Und ich habe dann viel Logopädie gemacht. Und dadurch, dass ich Logopädie gemacht habe, habe ich zu meiner Stimme. Ja, ich habe die Robbie Williams Singer hören, Let Me Entertain You zum Beispiel. Genial. Also, ist aber schon lange hier. Ja, Erwin, was haben wir denn noch was war denn einer deiner denkwürdigsten Auftritte, wo du jetzt sagst, da habe ich mal richtig gerockt? Gibt's da was? Richtig gerockt? Die haben schon gemeint, meine größte Blamage, aber das muss ich aber auch erzählen, weil das war ein prägendes Ereignis. Ich habe ja so mit 15 also eine Teenie-Band gehabt. Das war sehr erfolgreich. Wir waren auch kurz vor dem Plattenvertrag, aber das war eine andere Geschichte. Und dann haben wir einen Fernsehauftritt gehabt. Und da haben wir unter anderem auch was von der Kelly Family gecovert. Ja. Und es waren 3 oder 4 Songs und der Schlusssong war Whitney Houston, I Will Always Love You. Da habe ich dann das Keyboard gespielt, das zweite. Ja. Und da geht es einen Halbton auf. Da waren wir auch musikalisch nicht so fit. Das heißt, der Keyboarder und ich, der Hauptkeyboarder und ich, wir haben dann auf transponiert. Ja. Ja, dann war Generalprobe gegangen. Auf Nacht kommt dann der Hauptauftritt. So, dann kommt das Intro spielt der Pianist, das war First Time von der Kelly Family, der Keyboarder spielt das Intro und dann sitzt man mir alle eh bei der ersten Strophe und irgendwo stimmt. Oder transponiert gehabt. Er hat vergessen, dass er umschreibt und wir haben alle, einer hat bei der Gitarre nicht passieren, Kapo Sekma. Wir haben es durchgezogen und das Publikum hat trotzdem geklatscht, das ist mir bis heute noch ein Rätsel, das hat mir sicher nicht mitgegeben, ich habe mir so geschämt. Also das ist auch was ich sagen muss. Das ist bei mir durch Studio Studio passiert. Mhm. Was ich glaube, was jetzt ich junge Leute mitgeben kann, hören, mal richtig gut zuzuhören. Oder was richtig hören, wie klingt das eigentlich? Bei vielen Monaten, sie spielen das richtig, aber es stimmt oft gar nicht. In den Song rein nicht auch. Und also richtig hören ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Also das habe ich auch jahrelang, ehrlich gesagt, vernachlässigt oder auch nicht so Kind. Mhm. Aber inzwischen höre ich einfach viel mehr. Weil man im Studio einfach beim Mixen und so weiter mehr hören muss. Ja, bei mir kommt es eher vom Beatles so hören, weil da haben wir ja immer diesen guten Chorgesang gehabt. Ja. Da streite ich auch immer für. Also meine Sängerinnen hassen mich alle, weil, stopp, die zweite Stimme stimmt nicht. Aber das ist ja für mich extrem wichtig. Ja. Und gerade das eine Tauchen in Song, dass man sich mit dem Lied befasst, das darf ich mir auch bei sehr vielen Coverbands wünschen, weil wenn du durchs Bierzeug gehst, dann hörst du noch, also immer dieser typische Disco-Schlag und es wird alles runterdroschen. Ich verstehe das nicht, weil
selbst der größte Ballermann-Schlager ist für mich wert, dass man richtig gut spielt. Ja, aber jetzt machen wir mal Folgendes. Wir haben ja, glaube ich, das dran. Vielleicht hört man das ja auch über den Stream. Gib uns doch mal ein paar Sounds. Vielleicht mal Ballade oder irgendwas. Oder mit, egal, oder du hast ja verschiedene Sounds drauf. Ja, gut. Erzähl uns mal. Nehmen wir einfach mal. Also das ist so mein Grund-Clean-Sound. Für mich ist es so ein Referenz-Clean-Sound ist für mich, ja, weil so Sultans of Swing, da, ja. Das ist irgendwie so für mich so ein Referenz-Strat-Sound. Und immer der A-Akkord. Ja. Also wenn ich Gitarre nehme, A-Akkord, die drei Finger, so ein Affengriff, ja. Dann weiß ich schon, das taugt mir. Ja, den hört man ja. Für Balladen meistens ein wenig so ein Chorus. So Purple Rain Sound mehr. Ja, das ist jetzt eh so 70s Chorus ist das. Ja. Das sind jetzt Sound, die du selber programmiert hast? Oder wenn jetzt die habe ich selber gemacht, ja. Also wenn jetzt einer bei dir einen Helix hat, dann kannst du ja mal Sounds machen. Die sind gespeichert auf dem Rechner. Okay. Also die 5 Grundsounds sofort. Das ist so ein typischer, schönes Balladen. Das sind Clear Sounds, ja. Genau. Was haben wir noch? Ja, natürlich auch ein Kompressor. Also in Kompressor, ja. Den CS3 her von Boss, weil das ist so ein typischer, gerade wenn es jetzt so. Also für die Leute, die jetzt Beginner sind, ein Kompressor macht auch die leisen Töne lauter, die ja, man nicht so laut. Das sollte man am Anfang noch nicht hernehmen. Also erst später. Ja, genau, so soundmäßig und so. Also das, ich glaube, das war so ein Ereignis, da habe ich erst gelernt zum Spielen. Genau. Dann habe ich ja unten noch Tremolo, meistens für so süße Aussachen. Oder für so Oldies. Also. Ja. Kann man auch hier nehmen. Dann der berühmte. Ich meine, du hast natürlich jetzt sehr viele Sounds und wenn ich, es gibt ja auch. Ich habe zum Beispiel Taze mit Rory Gallagher noch gesehen, der hat einen Sound, der hat sich eingesteckt und dann. Ja, der hat einen Fox hinten stehen und der 330er, genau. Ja. Genau. Ja, der spielt aber auch nur Oasis. Ja. Ich spiele nicht nur Oasis, ich muss jetzt das Dreiviertel Bierzeit bedienen und Classic Rock. Dann ja. Nächstes ist der Crunch Sound, das ist typischer Marshall Plexi. Ja. Wenn es ein bisschen schärfer sein soll, ein Tube Screamer dazu. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es richtig war, weil das habe ich schon über Jahre nicht mehr gespielt. Genau. Overdrive Sound ist nämlich meistens so einen typischen JCM 800 hier. Ja. Dann haben wir Lead Sounds. Entweder Engel oder Soldano. Kann man schön singen. Richie Sambora. Das ist schon singen. Ne? Und das spielst du alles noch im Gehör? Ja, ja, freilich. Ich hab's nie anders gelernt. Ich habe noch mal Keyboard-Unterricht gehabt. So mit 7-8 ist der losgegangen. Und das Problem war, der Keyboard-Lehrer war richtig gut. Das war auch wieder Profi. Damals auch schon um die 70. Ja. Und ich bin da noch auf mit meinem Keyboard-Heftel. Und dann bin ich halt vor dem Notenblattl gesessen. Dann, ja, ein höher, ein tiefer, ein höher, weil ich hab das nicht drauf gehabt. Und dann, wenn sie am nicht taugt hat, hat er mich auf die Seiten geschubst. Ja. Und dann hat er das Lied einmal vorgespielt. Und sobald es gespielt hat, habe ich es gehört. Und wie ich es gehört habe, habe ich es dann nachgespielt. Ja, es gibt so Leute. Also ich habe auch Erfahrungen gehabt, also gerade mit dem Studio angefangen haben, da sind dann mit 17 Jahren reingekommen, der hat Keyboard gespielt, du hast gesagt, das kann nicht sein, das kann er nicht in der Zeit gelernt haben. Also es gibt einfach so Leute, die hören das. Anscheinend hörst du dazu. Ich kann es nicht anders. Also es war immer schon so, ich habe es gehört und habe es gespielt. Und der Keyboard-Lehrer hat wirklich, ich habe 5 Keyboard-Bände durchgespielt. Günther Leuer und Axel Bentin, der neue Weg zum Keyboard spielen, bis Band 5 oder 6 und habe keine einzige. Aber du spielst lieber Gitarre, bist lieber Gitarrist. Gitarre hat mich mehr fasziniert. Ja. Mein Vater hat auch gespielt. Und meine Mutter war Sängerin. Ja. Aber mir hat die Gitarre einfach immer fasziniert. Zeig uns doch mal deine Akustik-Sounds. Du hast ja Akustik-Sounds, weil du brauchst ja bei der Band jetzt auch
die Gitarre nicht wechseln. Genau. Mit deinem Helix, sondern magst ja. Das gleiche geht auch mit dem Camper, denke ich mal. Ne? Nein, der Akustik-Sound kommt tatsächlich von der Gitarre. Also okay. Ich habe da einen GraphTech Ghost. Ich war lange auf der Suche dann nach einem Akustiktonabnehmer und den hat es damals in Deutschland wirklich nicht gegeben. Der ist da hinten drin, oder was? Ich habe mir den dann bestellt. Ja. Bestellt. Wie heißt der? Ich meine, für die Zuhörer nochmal, damit die wissen, was das für ein Teil ist. Das ist der GraphTech Ghost, weil es gibt auch welche von Fishman. Okay. Aber mir hat der GraphTech am meisten überzeugt, klanglich. Den hat es dann 2004, den hat es nirgends gegeben. So wie bei der Akustikgitarre unterm Steg oder so, ist das da unten drin? Die Piezos sind praktisch diese. Okay. Und die Totenkopf kommen aus meiner Rockerzeit, die habe ich nicht montiert. Ich habe dann da einen Schalter. Das heißt, okay. Die Schalter da, das sind Magnettonabnehmer, da kann ich beides machen und da ist der Akustik. Also du kannst alle Tonabnehmer gleichzeitig spielen? Genau, kann ich auch, wenn ich mag. Und wenn ich jetzt nur Akustik spiele, dann schalte ich da um auf Akustik. Dann lass mal hören, wie das so hört. Helix kann ich natürlich routen auf einen extra Ausgang. Das heißt, die Akustik geht extra raus und dann habe ich halt da auf der PA. Ja. Schon beeindruckend, ja. Brauchst auf alle Fälle schon eine gute Akustikgitarre? Hast du kein Feedback? Nein. Also auf der Bühne oder wenn es und dann hast du ja 12-seitig, was da drauf, glaube ich. Habe ich sogar auch drauf. Also die Teile werden dann ständig abgedatet und irgendwann ist dann ein 12-String-Simulator dazu gekommen, dann kannst du nicht wirklich. So, wisst ihr, wie hier ist zum Beispiel so ein 12-seitiges Song, gell? Genau. Ja. Ja, das darf ich zu helfen, dürfen wir auch nicht ganz spielen. Im Musikladen verboten. Das war Wayne's World. Das genau. Ja, Erwin, wie siehst du die Zukunft der Gitarre in der Musik? In meiner Zeit lang hat man ja ganz wenig Gitarre gehört. Ja, ja. Wenn man jetzt sich Taylor Swift zum Beispiel, wo schaut, ich bin jetzt zwar kein Fan nicht, aber die nehmen ja auch wieder eine Gitarre in Tent, zumindest schuppen sie wieder welche. Und die meisten haben ja auch gute Gitarristen im Background. Wenn es jetzt zum Beispiel so einer wie der Nuno Bettencourt von Extreme, der Gitarrist, der war ja Tour-Gitarrist von der Rihanna, der hat damals auch bloß über ein Boss GT8 gespielt. Also es ist ein besonderes Erlebnis für mich, aber ich habe Peter Gabriel schon öfter mal live gesehen. Ja. Und dann habe ich erst mal gesehen, was da alle der Gitarrist macht. Ja, und auf der Platte meint das der Keyboarder. Nein, der macht da sehr viele Effekte. Der Brian May hat auch sehr viele Keyboard-Effekte mit der E-Gitarre gemacht. Also alles, was da gemeint hat, was Keyboard ist, hat zu 80% der Gitarrist gespielt. Und die Entwicklung wird auch weitergehen. Also ich habe eine dritte Ersatzgitarre mittlerweile, da ist das Effektgerät integriert. Da kannst du alles mit der Gitarre machen, über das Tablet steuerst du das, du kannst loopen. Also man soll da schon offen für neue Sachen sein. Ja, also es ist halt so, weißt, es kommt drauf, wie gesagt, wie wir vorher schon gesagt haben, es kommt auf die Musikstall dran. Und wo man herkommt da. Ja. Es ist natürlich auch, ich bin da mehr so, ehrlich gesagt, auf puren Gitarrensound, die direkt aus dem Amp kommt. Der toucht mich am meisten. Ordnung, ja. Ist völlig und je mehr das digital wird, desto weniger ist Soul drin. Aber ich verstehe natürlich, für welchen Zweck brauche ich das. Ne? Ja, also wie gesagt, das... Und darum ist die Entscheidung, jemanden zu beraten, der jetzt anfängt mit Gitarre, ganz schwierig. Er muss sich da wahrscheinlich schon ein bisschen assortieren, welche Musik will ich machen, in welche Richtung will ich gehen, will ich mehr Richtung Blues oder will ich mehr Richtung Pop oder will ich, was weiß ich, in welche Musikrichtung. Ja, und ich finde da am Anfang, es gibt ja für diese Modeling-Apps für einen Einstieg, das ist alles gut. Ja. Aber man soll am Anfang, finde ich, keine Effekte nutzen. Das hat mich auch sehr geprägt. Also, ich hab da mit 19, 20 Rockbands gehabt. Ja. Ich war Teil einer Rockband, nicht gehabt, jetzt aber als ob man der Chef war, das war ja aber nicht. Und wir haben dann ein Coveralbum aufgenommen, haben halt so Sissi Top und Bon Jovi und alles Mögliche. Ja. Haben wir gecovert und ich habe mir damals ein Digitech ERP10, das war damals das beste und neueste Multi-Effekt auf dem Markt, das ich als Teil und ich Sounds programmiert und Delay und Overdrive und Chorus und Echo und gespielt wie ein Weltmeister und Highspeed und alles. Ja. So, dann gehe ich ins Studio rein, habe das Ding unterm Arm und dann sagt der Clement Mike war das damals, der das Studio gehabt hat.
Sagt er, was ist denn das? Sag ich, ja, das ist mein Sound. Ja, ja. Und dann ist im Eck hinten ist ein alter Marshall 2840 gestanden. Sagt er, da hast du ein Kabel und ja, da steckst du die Gitarre und das ist der Sound. Ja. Und dann stehe ich drin und dann das Intro von Bed of Roses. Ja. Mhm. Das hat sich angehört wie eine Nähmaschine, weil ich habe. Ist eh klar, wenn du einen Multi-Effekt hast in die 80er, 90er. Der verwischt Jahr, alles. Der hast du einen Ton angelangt, der verzeiht. So gesungen und dann stehst du vor mir vor einem Röhrenamp und dann. Also, ich habe ein Paul jetzt Smith, wow, eine ganz gute daheim. Die habe ich ja live ganz lang gespielt. Aber das ist zum Beispiel eine Gitarre, die für mich keinen Charakter hat. Also, wenn du eine alte Les Paul hast oder wo du mit der musst kämpfen. Ja. Aber dann kommt das auch raus. Ja, ich habe da auch noch nicht kämpfen können. Und durch das muss man jemand junger vielleicht sagen, genau das, was du auch sagst, lieber am Anfang zu weniger Effekte, einen puren Sound, gut zuhören, Fingerübungen, was ganz wichtig ist, ich habe auch schon Gitarrenkurse gemacht mit anderen Leuten und ich war einmal für das zuständig, dass die Leute anfangen zum Grooven. Weil viele spielen total gut, aber sind vom Solo nicht im Timing, sind nicht laid back oder sind nicht, oder haben. Laid back ist das Zauberwort, weil das mag ich auch ganz gerne. Ja, und da waren die Leute natürlich bei dir ganz gut aufgekommen. Du bist ja beim Herbert draußen, hast ja auch Zeit, jemanden zu beraten, hast du mich auch schon oft mal beraten. Ja, die nimmt man sich die Zeit. Ja, ja. Muss man ja, weil das da voll immer am Joli und. Also für alle, die in der Nähe sind, der Erwin ist eine gute Adresse für jemanden, der was braucht alles, was E-Gitarre oder auch Akustikgitarre, aber hauptsächlich E-Gitarre betrifft. Ja, man kann mich auch ab und zu mal was über Facebook fragen. Es ist, manchmal ist es ziemlich viel, weil ich bin auf einmal unterwegs. Ich habe auch das einmal ein bisschen eingestellt, aber über die sozialen Medien geht halt einfach einmal viel. Das ist halt einmal so. Ja, Erwin, ich glaube, wir haben schon ganz schön lange unterwegs. Ja. Ich bedanke mich auf alle Fälle jetzt schon mal bei dir. Ja, ich mich auch, weil es gibt weitaus bessere und erfahrene Leute wie mich. Also, ja, das sagen viele Gitarristen, aber man kann sich selber auch schlecht einsetzen. Aber ich habe das schon gehört und ich weiß, dass du sehr, sehr gut unterwegs bist und echt Hut ab von dem, was du machst seit 30 Jahren in der Musik. Ganz tolle Geschichte. Und ich bin auch immer gern bei dir, lass mich gern betraten. War bis jetzt auch immer hochzufrieden. Also, ja, hoffentlich. Und nein, es ist schön, wenn man sich jemand in der Nähe hat, wo man auch weiß. Was wir noch gar nicht gesagt haben, an Seiten. Wie wichtig sind Saiten für dich? Probieren. Also du weißt eh, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Elixier-Saiten. Ja, ja. Das mag aber der eine oder andere nicht, weil ich sage, das ist beschichtet. Bei mir ist es ja so, wenn du zwei Hochzeiten, Bierzeiten und so weiter, du schwitzt, du kannst das nicht überall wechseln. Die bleiben lang brillant. Nein, ne? man muss auch seinen Ton finden. Und man muss auch die Saiten finden, die, wie bei der Gitarre. Man soll einfach alles durchprobieren. Ich habe natürlich folgendes Problem. Ich habe 25 Gitarren. Und ich schreibe inzwischen auf, welche Saite auf welche Gitarre. Weil es gibt, wenn ich auf eine Strat-Gitarre aufziehe und die gleiche auf die Les Paul, die klingt überhaupt nicht. Kann ich nicht auf der Tele nehmen. Ich habe auch eine Tele, man glaubt es kaum. Ja. Habe ich bei der Niki oft hergenommen. Auf der Tele habe ich zum Beispiel Ernie Ball-Saiten. Ja, da gefällt mir die Elixier nicht. Die haben mir zum Beispiel gar nicht gefallen auf der SG. Nein, kannst du vergessen. Ja, das war also und auch akustisch, weil manche brauchen eine 12er und manche brauchen ja 9er, weil sonst kann ich es nicht mehr greifen. No, also man müsste das wirklich auch wenn man jetzt bloß eine oder zwei Gitarre hat, wirklich mal aufschreiben und schauen, wie klingt das. Ich habe mal ein ganzes Buch gelegt oder fotografiert die Saiten und sage, Sound ist so und so, brillant oder mittig. Oder also Saiten sind für mich extrem wichtig. Ich wechsle auch wahnsinnig viel. Also ich wechsle alle zwei, drei Wochen meine Saiten. Bei fast allen Gitarren. Habe ich früher auch gemacht, aber bin mittlerweile wieder so viel unterwegs. Ich spiele halt im Studio und da brauchst du immer frische Saiten, wenn es dann brillant sind. Allerdings habe ich, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein, sehr bekannte Gitarristin in der Olympiahalle gespielt hat, GEMA-frei aus Barbara Klier. Barbara Klier hat bei mir 3 CDs aufgenommen. Die nimmt total abgespielte Saiten. Ja. Weil sie will diese Brillanz nicht. Weißt? Sie will nicht auf der CD, dass das so höhenreich und so. Wahrscheinlich wegen ihrer Stimme. Weißt? Der Brian May zum Beispiel, der hat noch nie von seiner Gitarre die Bünde abbrechen lassen. Wahnsinn, und der spielt mit Sendmünzen statt Plektrum. Ja, stimmt. Das habe ich auch schon gehört. Ja, der kann nicht einfach spielen. Ich brauche halt die Plektrum. Ja, Erwin, ich glaube, dann sind wir langsam am Ende. No. Also ich bedanke mich schon bei mir. Ich darf das ganz kurz noch sagen, weil wir haben ja hier eine Pop-Up-Galerie und das ist ja nicht unser letzter Podcast. Wir werden den auch teilen auf YouTube und auch streamen. Und ihr könnt es dann im Nachhinein auch gerne noch fragen.
dazu stellen. Ich möchte eigentlich nur kurz sagen, dass unser Programm noch weitergeht. Wir haben also verschiedene Sachen, fotografieren mit dem Smartphone, Mundartlesung und so. Also bitte informieren auf mediaatelier.de, was da in nächster Zeit los ist. Und vielleicht spielst du noch ein bisschen, Erwin, bevor wir uns verabschieden. Was soll ich denn spielen? Spiel was Schönes. Ich kann einmal so ein bisschen so einen Country-Sound. Ja, machen wir einen Country-Sound. Das genau. Ist so mein Country-Rockabilly-Sound, weil ich stehe total auf Brian Setzer und so. Ja, schön. Dann verabschieden wir uns von euch mit Musik. Bedanken uns noch mit beim Erwin für die tolle Gespräch, für die Infos. Danke, Erwin. Und bis zum nächsten Mal. Stravanzen.